Freistoß, direkter Freistoß, 8. Spielminute, Dressel. Und Wolfgang Kleffe im Düsseldorfer Tor sieht diesen Ball zu spät, ist mit den Fingerspitzen noch dran, aber es heißt 1:0. Eine frühe Führung und nun muss die Fortuna wieder einmal, wie so oft, jetzt ein sehr schöner Pass auf Dusend, der ein großes Spiel heute lieferte. Sehr geschickt, wie er wartet, jetzt nach innen zieht, Edvaldson ist da, 12. Spielminute, der Ausgleich. Gegen Ende der Partie, der Spielstand immer noch 1:1, noch etwa 6-7 Minuten zu spielen. Gerd Zewe auf den Libero-Posten mit einer großartigen Leistung heute, dann Weigl. Und seine Flanke verwandelt in einem herrlichen Direktschuss Wenzel in der 83. Minute. Allerdings muss man sagen, die Nürnberger ließen ihn auch sträflich frei. Taktik in der Nürnberger Abwehr, Einwurf durch Gores, der für den erschöpften Dusen ins Spiel kam. Sehr schönes Spiel, jetzt auf Bockenfeld und er haut einfach drauf und hat endlich einmal Erfolg. Die Fortuna gewinnt über den 1. FC Nürnberg mit 3:1. Wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Damit zurück zu Wilfried Luchtenberg.